Der Aufbau für das Donauinselfest läuft und der Grundwasserspiegel in Österreich sinkt. Überall jetzt im Magazin. Willkommen zum Kurier-TV-Magazin. Die medizinische Akutversorgung für Kinder soll verbessert werden. Schon im April sind die Weichen für 9 Primärversorgungszentren gestellt worden. Das sind sogenannte Gemeinschaftsordinationen mit erweiterten Öffnungszeiten. Jetzt wurde das erste Zentrum eröffnet. Es ist zwar keine neue Ordination, aber diese Praxis ist die erste, die zu einer sogenannten Primärversorgungseinheit für Kinder umgewandelt worden ist. Noch in diesem Jahr soll es in Wien 5 weitere geben. Der Kanzler und sein Gesundheitsminister haben sich die Zukunft der Kindermedizin persönlich angesehen. Primärversorgung ist an sich der erste Anlaufpunkt für Patienten im Gesundheitssystem, wo entschieden wird, ob der vor Ort weiter behandelt werden kann oder ob man weiterschicken muss. Und diese Primärversorgung findet bei uns im Kinder-BVE sehr umfangreich statt. Wir sind ein Team von vielen Ärzten, die ein weites Spektrum abdeckt, von der Pulmologie über die Kardiologie, über die Kinderchirurgie. Und wir haben auch viele nichtärztliche Gesundheitsberufe mit an Bord, eben die Logopädie, die Ergotherapie zukünftig, die Psychologie, Psychotherapie und so weiter. Und das ermöglicht es uns, Leistungen in qualifizierte Hände auszulagern und das Angebot weiter zu verbreiten. Wir haben an den Tagesrandzeiten geöffnet, wir haben am Wochenende geöffnet und sind daher grundsätzlich versorgungswirksam. Es sind rund 55.000 Patientenkontakte pro Jahr, die wir betreuen. Das ist so viel wie das SMZ Ost und die Rudolf-Stiftung gemeinsam, also doch eine relativ große Anzahl. Das ermöglicht aber auch ein familienfreundliches Arbeiten für die Ärztinnen und Ärzte bei uns im Team, weil wir uns austauschen können, weil wir im Team arbeiten und die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Ärzte ergänzen sich und auch das macht es ganz interessant. Eltern müssen also in Zukunft mit ihren Kindern nicht mehr von Arzt zu Arzt rennen und vor allem können sie abends oder auch am Samstag den Kinderarzt konsultieren. Wir haben da nach wie vor viel aufzuholen, auch in Österreich. Es braucht mehr Kinderversorgungsmöglichkeiten. Das Ärztezentrum bietet die Möglichkeit, dass nicht nur Ärztinnen und Ärzte vor Ort sind, sondern auch gut geschultes medizinisches Personal bis zur psychologischen Betreuung. Die Ärztinnen und Ärzte haben die Möglichkeit, sich ihre Dienste gut einzuteilen. Damit passt das auch zu den Lebenskonzepten, die jetzt auch da wichtig sind, mit abzubilden in der Gesundheitsversorgung. Ich freue mich sehr, dass es hier schon gelungen ist. Ich weiß, es gibt noch viel zu tun in diesem Bereich auch. Aber in der Zusammenarbeit in der Bundesregierung mit all den Themenfeldern, die bearbeitet worden sind, ist es jetzt gelungen, das Gesetz in die richtige Richtung zu entwickeln, damit eben die medizinische Versorgung hier deutlich einen Sprung nach vorne macht. Sie sehen hier an einem guten Beispiel, was alles möglich ist, ambulant anzubieten und abzuwickeln. Und das ist deutlich mehr, als gemeinhin angenommen wird. Es ist eine unfassbare breite Palette, die Sie hier anbieten, mit ganz vielen Vorteilen, nämlich Vorteilen für die Patientinnen und Patienten. Es ist keine Krankenhausatmosphäre, es ist niederschwellig, es ist zu Tagesrandzeiten am Samstag erreichbar. Es ist vollkommen klar, dass hier ein auch breites Spektrum an Angeboten, inhaltlich angeboten wird von der medizinischen Versorgung her. Und das ist Primärversorgung. Und das ist der Punkt, warum wir in der Bundesregierung dieses Primärversorgungsgesetz auf den Weg gebracht haben, das jetzt in Wirkung tritt, um viel mehr derartige Zentren zu ermöglichen. Wir haben aktuell 40, 30 sind in der Pipeline, Tendenz steigend, 5 davon von den neuen sind Kinder-PVEs. Und das zeigt einfach, dass der Bedarf da ist. Noch ist das Primärversorgungsgesetz in der Begutachtung. Weitere Kinderversorgungszentren nach dem Wiener Modell in ganz Österreich sind geplant. In 2 Tagen ist es wieder soweit. Die Donauinsel wird zum 40. Mal zum Schauplatz eines bunten Kultur-, Freizeit- und Musikangebots. Die Vorbereitungen für das große Festival laufen bereits auf Hochtouren. Sie sind die wahren und oft unbemerkten Helden des Donauinselfests. Jene Arbeiter, die aktuell intensiv damit beschäftigt sind, die Infrastruktur der größten Freiluftparty zum Laufen zu bringen. 450 Kilometer Kabel, 12 Kilometer Absperrungen, 400 Moving Lights und 250 Lautsprecherboxen. So viel wird für das riesige Festivalgelände aufgebaut. Insgesamt gibt es heuer 4 Areas mit 13 Bühnen.
Eine enorme Vorbereitungsarbeit von 600 Mitarbeitern, damit für ausreichend Sicherheit gesorgt ist. Ja, wir beginnen mit unserer Planung und Vorbereitung eigentlich um die Weihnachtszeit herum. Es sind dann die ersten Abstimmungsgespräche mit Veranstaltern, mit Behörden, mit Polizei und den anderen Blaulichtorganisationen eben. Ja, wir müssen das ganze Material beschaffen und wir müssen vor allen Dingen auch unsere Leute rekrutieren. Wir haben immerhin rund 250 Sanitäterinnen und Sanitäter pro Tag im Einsatz. Leichtsinn, Übermut und Alkohol sind in der Regel die Ursachen für gröbere Vorkommnisse. Am weitläufigen Gelände werden rund um die Uhr 16 Rettungs- und Notkrankentransportwegen unterwegs sein. Also das Häufigste, wenn es sehr heiß ist, sind sicher Kreislaufprobleme, weil die Leute einfach zu wenig trinken. Und wenn sie trinken, dann sehr oft das Falsche, eben kein Wasser. Wenn es nass ist, dann rutschen die Leute sehr oft aus der Böschung runter und verknöcheln sie irgendwo. Ein vorab ausgearbeitetes Sicherheitskonzept in Zusammenarbeit mit Blaulichtorganisationen und Sicherheitsdiensten ist das A und O bei großen Open-Air-Veranstaltungen. Wie im Vorjahr wird es wieder eine weitreichende Videoüberwachung des Geländes geben. Und auch das Wetter spielt natürlich eine wichtige Rolle. Also wir haben einen Meteorologen hier bei uns sitzen in der Sicherheitszentrale, der uns wirklich stündlich sagt, was auf uns zukommen könnte. Und wenn eine Prognose eine schlechte wäre, dass es wirklich mit schweren Unwettern zu rechnen ist, dann ist es unsere Aufgabe, bevor dieses Unwetter kommt, die Leute zu informieren, dass sie geordnet die Insel verlassen. Und wenn wirklich ein Unwetter kommen würde, dann ist niemand mehr da. Also das wäre jetzt das Ziel. Erstmals ganz neu, ein Pfarrer, der für die seelischen Sorgen der Besucher da ist. Also wir als Festival Seelsorge sind vertreten vor der Electronic Music Bühne, haben dort einen eigenen Stand, werden aber auch am Gelände unterwegs sein und einfach ein offenes Auge und ein offenes Ohr haben für alle Menschen, die entweder unsere Hilfe brauchen oder gerne ein Gespräch hätten. Ich denke, Musik und Kultur tut der Seele gut. Und wir verarbeiten ganz viel damit, dass wir singen, dass wir bei Konzerten dabei sind. Und ich denke, das ist auch eine Funktion, wo Seelsorge immer wieder gebraucht ist. Sexuelle Belästigungen, Übergriffe und im schlimmsten Fall Vergewaltigungen sind keine Seltenheit bei Großveranstaltungen. Allgemeines Bewusstsein und Zivilcourage könnten hier effektiv sein. Die Securities erhielten spezielle Schulungen und tragen zusätzlich deutlich erkennbare blaue Buttons mit Aufschriften, um gegebenenfalls eingreifen zu können. Was wir versuchen im Rahmen der Schulungen ist, Securities zu zeigen, was ist sexuelle Belästigung und auch Tools in die Hand zu geben, um dann dagegen vorzugehen. Also das ist, geht von zu der betroffenen Frau hingehen, ihr das Gefühl geben, da ist jemand da, auch sehr auf sie zu hören. Also Wir sagen auch immer, bitte, der Fokus muss auf der Frau liegen und auch nicht unbedingt auf dem Täter oder der Täterin. Und dann einfach nicht weggehen und genau im Sinne der betroffenen Person handeln. Das Wichtigste bei den Aufbauarbeiten sind natürlich die Bühnen, damit Acts wie Raff Camora, Silbermond oder der Boss Hoss stage- und soundtechnisch perfekt in Szene gesetzt werden können. Im Prinzip, die Bühnen sind jetzt soweit fertig. Viel zu achten gibt es immer. Wie gesagt, wir kriegen das Branding, dann Technikboards rein, die LED-Wände, eigentlich alles eingetaktet. Man darf also auf über 700 Stunden Programm gespannt sein. Bisher versprechen die Wetterprognosen für die 3 Tage überwiegend Positives. Die Wiener Linien verdichten ihre Intervalle rund um die Insel und das Parken von Fahrrädern oder E-Scootern ist bei 5 bewachten Garagen möglich. Es wird mit knapp 3 Millionen Besuchern gerechnet. Früher waren heimische Edelkrebse quer durch alle Schichten beliebt. Dann kam die Krebspest. Krebszüchter wie Leopold Fichtinger aus dem Waldviertel hilft dieser Art wieder auf die Beine. Warum diese Tiere so faszinierend sind und wie man sie verkochen kann, darüber berichtet Kathi Hierhacker. Die Tiere, die in den Teichen von Herrn Fichtinger herumkrabbeln, sind sehr begehrt. Ihr liebstes Zuhause befindet sich zwischen Steinbrocken und in Ziegelsteinen. Was viele nicht wissen, die meiste Zeit krabbeln die Tiere nicht. Wenn man sie aus dem Wasser herausholt, können sie aber schon mal in Angriffsstellung gehen. Charakteristisch sind ihre kraftvollen Scheren mit roter Unterseite. Der Edelkrebs ist 20 Millionen Jahre alt, unverändert. Das fasziniert mich. Das ist ein Geschöpf, was man so eigentlich, auch jeder hat weiterentwickelt. Der ist Steinblüm. Ja? Und er ist eine Mimose,
aber gleichzeitig wie ein Büffel. Bei der Haltung ist es komplett verletzlich, da muss man auch mit Glacé-Handschuhe anfassen. Umgekehrt, wenn er ausgehärtet ist, da hält er fast alles aus. Ja, das ist das Interessante der Firma. Früher besuchte Leopold Fichtinger an Shoppingtagen mit seiner Familie gerne die Tierhandlung. Aus der Faszination für Edelkrebse, von denen er damals einige kaufte, ist ein zeitaufwendiges Hobby geworden. Fichtinger betreibt mittlerweile die größte Krebszucht Österreichs. Ich bin immer bei dem Aquarium gestanden. Hab mir dann einmal zwei Krebse gekauft für den Schwimmteich daheim. Hab so beobachtet, hat mich wirklich fasziniert. Eines Tages waren sie weg. Dann habe ich im Internet recherchiert und habe zufällig dann gefunden, dieses Krebsseminar in Lunz am See. Und dann hat mir meine Frau dieses Seminar geschenkt und dann war er von einem Krebsvirus infiziert. Inzwischen werden ca. 80% der Krebse von anderen Teichbesitzern gekauft, die die Tiere wieder einsetzen. Die restlichen gehen an die gehobene Gastronomie. Der heimische Krebs ist ein Allesfresser, der frisst vom Fischkadaver, Totfisch bis zum Laubeintrag, bis zum Holz, sogar Totholz frisst er. Er ist die Gesundheitspolizei im Wasser schlechthin. Man darf sie nicht zu viel füttern, weil der Krebs, wenn bei der Fütterung sehr verschwenderisch ist, er hat nur Mahlzähne und nicht so wie andere Tiere, was sie am Mund haben, jetzt tut er das im Wasser alles malen und belastet das Wasser. Fichtinger ist fast jeden Tag bei den Teichen. Die Saison fängt im April an. Da werden die Muttertierteiche ausgelassen. Die tragenden Weibchen werden entnommen und kommen in die Zuchtbecken. Es werden sicher mindestens zwischen 20 und 30.000 Krebse sein. Im Juli noch, wenn der Schlupf da ist, dann explodiert das mindestens, glaube ich, aufs Doppelte. Wobei der Krebs sich selber wieder reduziert natürlich auch nachher, dass er wieder runterfällt auf ein natürliches Maß. Und es wird er natürlich auch laufend entnommen für den Verkauf. Bis man die Tiere verspeisen kann, müssen sie 4 bis 5 Jahre alt sein. Für ein Kilo braucht es 10 bis 12 davon. Der Krebsexperte hat auch ein persönliches Lieblingsgericht. Mein liebstes Gericht ist Krebsfleisch in Basilikumbutter geschwenkt mit Ravioli. Das ist ein Traum. Später in der Pension würde Fichtinger gerne die neu gewonnene Zeit für die Forschung an Krebsen verwenden. Und wir bleiben noch beim Thema Kulinarik. Von der Jury der World's 50 Best Restaurants sind die weltbesten Restaurants gekürt worden. Und besonders erfreulich, das Steirer Eck von Birgit und Heinz Reitbauer schafft es auf Platz 18 und ist damit das beste Restaurant im deutschsprachigen Raum. Gratulation an den Wiener Gourmet-Tempel. Hohe Temperaturen und wenig Niederschlag sorgen dafür, dass der Grundwasserspiegel sinkt und, wie man am Neusiedlersee sieht, für Wasserknappheit sorgt. Wenn es so weitergeht, könnte die Wasserversorgung in Österreich gefährdet sein. Die Auswirkungen könnten fatal werden, wenn die Grundwasserspiegel weiter zurückgehen. Eine Studie der BOKU zeigt, dass die Wasserstände überall zurückgehen. Es ist halt schon sehr alarmierend, wenn man sagt, okay, in der Wasserschadstudie hat man von 23% möglichem Rückgang gesprochen. Wir sind jetzt bei 2022 bei schon über 30%. Es muss also an Wasser gespart werden, wie schon in manchen Regionen im letzten Jahr. Hatten 6% gesagt, ja, es waren Einschränkungen und nötig, weil es Engpässe gegeben hat. Was waren die Einschränkungen? Das ist durchaus bekannt oder allgemein gebräuchlich. Man verbietet dann das Bewässern von Grünflächen, das Poolfüllen oder Nachfüllen und das Autowaschen. Das passiert durch die Gemeinde. Das kann jede Gemeinde zu jeder Zeit eben in dieser Form verordnen, dass eben solcher, ja, ich sage mal, der Luxusanteil des Wasserverbrauchs eingeschränkt wird. Daran sieht man, dass der Klimawandel bei uns angekommen ist und in Zukunft etwas getan werden muss, damit die Wasserversorgung gewährleistet bleibt. Die Wasserversorger haben ihre Brunnen durchaus tief genug gebaut, dass sie von etwas niedrigen Grundwasserständen noch nicht so stark beeinflusst werden. Aber wenn der Verbrauch stark steigt und gleichzeitig die Grundwasserspiegel zurückgehen, dann wird es einmal irgendwo eng und dann können Einschränkungen nötig werden. Nicht nur das Grundwasser geht zurück, auch die Quellen schütten nicht mehr so viel aus wie noch vor 5 Jahren.
Wenn also Quellen verwendet wird, darauf hat man als Wasserversorger dann keinen Einfluss, weil die Quellen schütten so viel Wasser, wie sie eben schütten. Und da haben tatsächlich doch über ein Drittel der Wasserversorger gesagt, es waren sehr merkliche Rückgänge der Quellschüttungen bemerkbar, speziell im Jahr 2022. Und das bedeutet im Prinzip, dass die Quellen offensichtlich deutlich schneller und auch intensiver auf diese Niederschlagsdefizite reagiert haben, währenddessen große Grundwasserkörper, insbesondere im Flachland im Osten, dementsprechend langsam auf die Niederschlagsdefizite reagiert haben. Wie schon im Seewinkel passiert, es wird sogar geprüft, ob man nicht Wasser aus der Donau in die Region pumpt. Im Sommer ist zwar wieder mit heftigen Gewittern zu rechnen, aber das löst das Grundwasserproblem nicht. Insbesondere wenn die Böden sehr ausgetrocknet sind und dann starke Niederschläge erfolgen, dann rinnt sehr viel oberflächlich ab und sickert nicht in den Boden ein. Also am besten für die Grundwasserneubildung ist der klassische Salzburger Schnürlregen, lang anhaltend, über Tage hinweg gleichmäßig und versickert alles zu annähernd 100%. Je kürzer die Ereignisse sind, desto eher fließt etwas oberflächlich ab. Jetzt wird ein Krisenplan gefordert, damit man auf lange Dürreperioden vorbereitet ist. Es ist nichts wert, wenn ich sage, jetzt habe ich irgendeinen Plan, der nicht einfach einmal durchgespielt wurde, wie es halt üblich ist bei den Krisenplänen. Ob das jetzt ist die Strommangellage, haben wir alles durchgespielt, Gasmangellage. Das kann man genauso mit einer Wassermangellage durchspielen. Das Zusammenspiel mit der Behörde, es ist wie gesagt ein großes Miteinander. Das muss gemacht werden. Damit genug Wasser auch in trockenen Zeiten für alle verfügbar bleibt. Brisante Politthemen sind bei uns immer am Mittwochabend im Fokus. Heute Abend zu Gast in Checkpoint der Clubobmann der FPÖ Niederösterreich, Reinhard Teufel. Was hat sich geändert im politischen Dasein in Niederösterreich? Ja, was hat sich geändert? Ich muss sagen, es ist natürlich in Niederösterreich ein Paradigmenwechsel erfolgt. Und ich glaube, somit auch eine Zensur in den erfolgt, was die nächsten Jahre auch anbelangt. Nicht? Weil eines muss uns ja bewusst sein, die ÖVP Niederösterreich hat die letzten 75 Jahre ja wirklich die absolute Mehrheit in der Regierung gestellt. Und das ist mit dem letzten Wahlgang zu Ende gegangen. Und wenn man sich auch die anderen Wahlergebnisse bzw. anderen Regierungen in den Ländern in Österreich, aber auch darüber hinaus in Mitteleuropa genauer ansieht, sind die Zeiten der absoluten Mehrheiten von einer Partei eigentlich vorbei. Stichwort auch in Bayern, die CSU wird auch nicht mehr die absolute Mehrheit erringen, weil die Gesellschaften auch in Niederösterreich, aber allgemein auch bei uns hier in Mitteleuropa immer pluralistischer werden. Und wir Freiheitliche haben es eben zu Wege gebracht, mit der ÖVP genau diesen Paradigmenwechsel einzuleiten. Und ich glaube, am Ende des Tages wird er auch dem Land entsprechend gut tun. Wie funktioniert jetzt die Zusammenarbeit mit der ÖVP? Ich meine, immerhin hat man eine Partei als Partner, die noch vor wenigen Monaten die absolute Mehrheit hatte, die natürlich, auch wenn man über Arbeitsübereinkommen gehabt hat, mit der absoluten Mehrheit umgegangen ist, bei Auftritten, egal bei Themen und so weiter. Hat man dann schon einen partnerschaftlicheren Zugang gefunden? Ich glaube, einen korrekten Zugang haben wir zueinander gefunden. Wir haben auch entsprechende Prozesse aufgesetzt, wo über die Koordinierung Themen, die für den einen oder anderen problematisch sind, dass das vorab gesprochen, ausgesprochen und die Probleme ausgeräumt werden. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und wenn ich mir jetzt die letzten Monate anschaue, sieht man auch ganz deutlich, dass das auch funktioniert. Also ich möchte dann erinnern zum Heizkostenausgleich, beziehungsweise den kann man auch beantragen, Heizkostenzuschuss bis Ende des Monats, was wir auf den Weg gebracht haben, auch die Abschaffung der ORF-Gebühren auf Landesebene. Warum ist das so schnell passiert? Das war ja, glaube ich. Warum es so schnell passiert ist, weil natürlich eines der wesentlichen Themen, die Niederösterreicher belastet, Stichwort dann auch in weiterer Folge die EVN, sind einfach die steigende und davon galoppierende Inflation. Und da ist es natürlich auch eine Aufgabe der Landesregierung, da entsprechend gegenzuwirken. Und das waren für die ersten Monate unser Schwerpunktthema. Den gesamten Checkpoint sehen Sie heute Abend bei uns um 20.15 Uhr auf Kurier TV.
Die Enten im Wiener Stadtpark, die haben heute den Schatten aufgesucht bei der Hitze. Und damit schauen wir auch gleich auf die Wetteraussichten für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Heute Abend und in der Nacht können teils recht heftige Schauer und Gewitter durchziehen. Morgen Donnerstag wird es dann der heißeste Tag der Woche mit bis zu 36 Grad und überwiegend sonnig. Am Freitag zunächst noch sommerlich mit bis zu 30 Grad. Ab dem Nachmittag dann aber erhöhte Schauer- und Gewittergefahr. Im Burgenland bleibt es am Freitag noch überwiegend sommerlich mit bis zu 33 Grad. Wir sind am Donnerstag um 17 Uhr wieder zurück mit der aktuellen Ausgabe. Machen Sie es gut. Bis morgen.